Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Wir beginnen nun mit Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Und ich kann dann gleich wieder schön lesen. Hoffentlich mache ich das heute gut. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Episode 9. Der Aufstieg Skywalkers. Die Toten sprechen. In der Galaxis war eine mysteriöse Übertragung zu hören. Die Androhung von Rache durch die düstere Stimme von Imperator Palpatine. General Leia Organa entsendet Geheimagenten, um Informationen zu sammeln, während Rey die letzte Hoffnung der Jedi für den Kampf gegen die finstere Erste Ordnung trainiert. Unterdessen jagt der oberste Anführer Kylo Ren dem Phantom des Imperators hinterher, wild entschlossen, jegliche Bedrohung seiner totalen Kontrolle zu vernichten. Das war doch sehr gut heute. Endlich, mein Junge, ich bin jede Stimme gewesen, die du je gehört hast, in deinem Kopf. Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche für unnatürlich halten. Was könntet ihr mir geben? Alles. Ein neues Imperium. Ein neues Imperium. Finde das Mädchen. Vernichte die Jedi und werde zu dem, was dein Großvater Vader nicht erreicht hat. Minus 5. Julio, wie schön dich zu sehen. Du hast was für uns? Einen neuen Verbündeten. Einen Spion bei der Ersten Ordnung. Übertrage die Nachricht. Bringe sie zu Leia. Wir werden gleich gegrillt. Oh, wir haben's. Oh, schon erstes Level. Okay, erstes Level. Dann schalten wir sie aus. Da bewegt er sich doch nicht so. Hier. Ich will nämlich mal ein Stück fliegen. Oh! Du sollst uns die Dinger aus dem Weg räumen. Da war eine Wand. So, jetzt sind die weit vor uns. Aber wir fliegen trotzdem noch so dumm. Oh! Okay, fast wieder in die gleiche Wand eingeknallt. Und ein Minikit. Okay, der rote Stein ist glücklicherweise automatisch weiterhin an. Er schaltet sich nicht aus, sobald man das Spiel schließt. Ich habe mich gerade, als ich das Geld eingesammelt habe, nämlich schon gefragt, ob der jetzt überhaupt an ist. Ich weiß, tut mir ist er. Sonst hätte ich jetzt nicht so viel Geld. Also, ich störe hier nur. Ich weiß, Herr Kumpel. Wie ist das denn jetzt passiert? Aha, der ist aber auch gegengeflogen. Ist da gerade einer in mich reingeknallt und deswegen gestorben? Oh, finde ich gut. Das spart mir Arbeit.
Reicht es doch mal. Oh, daneben. Au, ich habe eine Herausforderung, glaube ich, geschafft, aber gestorben bin ich auch. Oh, da war. Ich erlaube dir zu sterben. Mit den Jägern vor uns können wir nie auf Lichtgeschwindigkeit gehen. Ja, Minikit bin ich wahrscheinlich trotzdem vorbei. Naja, aber dafür ist hier noch ein anderes. Ich gehe mal. Wir fliegen mal rechts lang. War wahrscheinlich falsch. Oh, ein Minikit. Nee. Ich sterbe viel zu oft. Oh, wir haben aber schon fast 400.000 Stats. Okay, dann ist es nicht so schlimm, dass ich hier die ganze Zeit sterbe. Was war das denn? Okay, geschafft. Kommt noch mehr wahrscheinlich. Nein, die fliegen gerade alle in mich rein. Schieß den Kran ab. Welchen Kran? Gute Idee, Tui. Den dort vorne dann. Zerquetschen die Jäger. Hab ich auch gerade gedacht. Ich würde ja gerne schneller fliegen, aber es geht nicht. Wo ist der Kran? Der wird mir nicht mehr angezeigt. Okay, jetzt wieder. Ach, da oben. Ich dachte, der war oben. Unten. Naja. Eigentlich habe ich ihn doch, glaube ich, nicht getroffen, aber nun gut. Und jetzt zurück zur Bar. Er ist zerstört. Was glaubst du, wie dick diese Eiswand ist? Finden wir es heraus. Okay, gehen wir auf Lichtgeschwindigkeit. Und? Hat doch gut funktioniert. Was machst du denn da? Lichtgeschwindigkeit stottern! Woher kannst du denn sowas? Hyperantrieb, nochmal! Nicht fressen lassen. Viele bekannte Kreaturen waren da gerade. Und da auch. Und hier sind wir nun. Seid mit mir. Seid mit mir. Seid mit mir. Die sind nicht mit mir. Oh. Oh. Ray, hab Geduld. Ich mache jetzt den Trainingsparcours. Okay, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. So, wir haben sehr viel Geld. 666.000 genau. Herausforderung. Zielentlassung. Mehr leider nicht. Minikits haben wir 3. Charaktere und Schiffe. In Episode 9. Oh, Episode 9. Bolio. Millennium Falke, Episode 9.
So, dann machen wir mal den Trainingsparcours. Falls Ray Episode 9 das schafft. Ja, den können wir aber mal mitnehmen. Am Rand von Arjan Klos. Wahrscheinlich falsch. Warum steht hier ein Protokolldroide? Was soll ich, sowas soll ich einsammeln? Ja, weil da war doch, glaube ich, noch was. Doch nicht, okay. So, so nicht. So. So und so. Oh, da. Das war so einer. Ich dachte gerade, der Kalberstein dort vorne liegt dort offen rum. Die Kiste hat zu spät geladen. Und das nächste. Ach, wieder zurück. ...1,4 Millionen haben wir mittlerweile auch wieder. Ah, okay, jetzt ist das hier gespawnt. Ach, nö. Okay. Ein bisschen schwingen und das reicht schon. Okay, und... ein bisschen weiter runter, kriegen wir mehr Schwung und rüber. Achso, einstecken. Ich muss weitermachen. Ich wollte hier gerade schon loslassen. Ich dachte, hier wäre Ende. Zum Glück habe ich das nicht. Hier sollte Ende sein. Ja. Und das letzte. Die letzte. Komm mit mir. Komm mit mir. Zurück. Der Falke ist zurück. Dann gehen wir dort mal hin. Dort unten? Achso, nee, dort unten. Dann nehmen wir hier mal den schnelleren Weg. Na, schade, ich dachte, ich kann auf dem Baum stehen. Ich brauche hier einen Löschdruck. Und einen weiteren da hinten. Los, los! Ein Verräter bei der ersten Ordnung hat uns eine Botschaft geschickt. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Er hat seine Rache geplant. Die größte Flotte, die die Galaxis je gesehen hat. Versteckt in den unbekannten Regionen, auf einer Welt namens Exegol. Luke hat danach gesucht. Um dorthin zu gelangen, braucht man einen von diesen. Ein Sith-Wegfinder. Ich fange dort an, wo er die Spur verlor. In der verbotenen Wüste von Passana. Wir gehen gemeinsam. Chewie, geht der Kompressor wieder? Gut, dann auf nach Passana. Und dann auf nach Passana. Oh, wir haben... es fehlen noch nur noch... drei Planeten haben wir noch nicht freigeschaltet. Und auf vier waren wir, glaube ich, insgesamt noch nicht. Und jetzt gleich noch auf drei. Waren wir noch nicht. Dann, wenn wir jetzt hier gleich gelandet sind... Passana, verbotenes Tal. Da oben sehe ich einen Kalberstein. Ihr müsst wissen, ich habe seit dem letzten Mal ein Update erhalten. Der kann froh sein, dass ich damit nicht schießen kann. Ich wollte gerade den Druiden erschießen.
Ach, das ist, ja gut, ich dachte, ich habe eigentlich mit einem längeren Weg gerechnet. Was ist das denn? Das Aki-Aki-Fest der Ahnen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe noch nie so wenig Wegfinder gesehen. Okay. Und was jetzt? Wir reden mit den Leuten. Vielleicht erfahren wir, was Luke hier gesucht hat. Okay, den holen wir uns gleich mal. Dieser eigenartige Einsiedler verdirbt mir die Partylaune. Zottelt mit seiner Maske in der Gegend rum und sagt dauernd, Otschi, hat der Heuschnupfen oder wie? Vielleicht. Auszusehen kann. Ach, ich hätte ja auch einfach in die andere Richtung drücken können. Wie soll ich da hochkommen? Achso, ranziehen. Ja, das, okay, das mache ich anders. Dafür brauche ich keinen Blaster. Oder Greifhaken. Können wir einmal mal einen Greifhaken leihen? Damit geht das wahrscheinlich doch einfacher. So, Stoffturmspitze. Dann können wir das ja mal nutzen. Und hier. Hier rennen die seltsamsten Typen herum, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon Krieger der Ewoks und Duloks gesehen. Da vorne ist ja noch einer. Eine Ansprechperson. Oh, mir ist so nackt am Hals. Alle anderen Fremden haben diese schicken Halsketten. Wo kriegt man die her? Such. Ich bin auch gerade angekommen. Ups. Au. Achso, hier. Schön mal nur Drachen im Himmel zu sehen und keine Schiffe der Ersten Ordnung, die mich und meine Familie verschleppen wollen. Dieses Fest ist echt eine schöne Ablenkung von ihrer galaxisweiten Tyrannei, ja? Ja. Und dort vorne noch der letzte. Okay. Warum steht ein Wookie drauf? Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin nicht von hier. Rede besser mit den Einheimischen. Die wirken, als wüssten sie mehr. Tja, das war umsonst. Fragen wir die Einheimischen. Dann machen wir das mal. Dort vorne steht ja. Die fliegen jetzt. Level starten. Nambigima. Ihr Name ist Nambigima. Das ist ein schöner Name. Ich bin Ray. Du kannst dich nicht verstecken, Ray. Was? Gefällt dir die Maske nicht? Ich werde dich finden und dann bekehre ich dich zur dunklen Seite. Wir werden sehen. Meine Ritter und ich gehen auf die Jagd nach der Schrottsammlerin. Wir müssen weg. Zurück zum Falken. Sofort. Leia hat mir eine Nachricht geschickt. General Calrissian, wir suchen nach Exegol. Luke und ich verfolgten einen alten Jedi-Jäger, Ochi von Bestun. Er hatte einen Hinweis bei sich, der zu einem der Wegfinder führen könnte. Es wurden nur zwei davon gefertigt. Wir folgten seinem Schiff durch die halbe Galaxis. Es war verlassen. Hinter der Schlingerschlucht. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Haben die Verdächtigen gesichtet? Los! Da! Die Speeder! Okay. Wir müssen zu Ochis Schiff! Das ist, oh, das sind die Falschen, die ich anschieße. Ich sollte wohl nicht meine Verbündeten anschießen. Auf die Speeder schießen! Alles klar. Und umbringen.
fliegen jetzt! Die fliegen jetzt? Die fliegen jetzt! Die fliegen jetzt. Aber nicht mehr lang. Oh, da sind wir auch schon wahre Jedi. Das ging sehr schnell. Noch eins wieder. Mit dem Gesicht im Sand kann ich das Ding nicht fliegen. Gib mir das. Gib mir das. Jetzt stück doch mal. Halt doch nicht so viel aus. Er hätte ja auch ruhig schneller sterben können. Oh. Das wird dauern. Ja, wobei. Wenn ich weiterhin so gut treffe, dann doch nicht. Achso, wir können auch mit anderen. Oh. Na gut, dann nehmen wir aber mal Chewbacca. Ich würde mal sagen, er hat die stärkere Waffe. Ganz ruhig, 3PO. Ich bringe uns hier raus. Dieser Satz klingt für mich nicht so beruhigend, wie ihr denkt. Wir müssen nicht wieder abschießen. So. Oh, das waren schon alle Minikets, ja, nach sehr langer Zeit mal wieder alle Minikets in einem Level. Wo war das das letzte Mal? Ich glaube im ersten Level. Also im allerersten Level vom Spiel. Es kommen noch mehr von denen. Habe ich schon mal gesehen. Sinkende Felder! Haltet euch an irgendwas fest! Wird das denn nie ein Ende haben? Oh, oh. Nein. Wo sind die anderen? Suchen wir sie. Okay, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Fast 100.000 Stats. Herausforderung. Eine. Ach schade, das wäre schön gewesen. Aber dafür haben wir alle Minikits. Und bekommen dafür... Bestone Legacy. Mikro. Lando Einsiedler. Lando Episode 9. Ah, zweimal Lando. Sie müssen irgendwo in diesen Tunneln sein. Wir werden sie finden. Ganz sicher. Finn! Poe! Nach mir haben sie nicht gerufen, aber es geht mir gut. Ja, gut. Ach, falsch. Okay. Oh. Ah. Aua. Achso, da ist schon ein Netz. Oh, kannst du mir helfen, darüber zu kommen? Ja, aber ich kann kein Netz mehr bauen, deswegen habe ich mich gerade schon gefragt, was ich nun machen soll. Verdammt, ich dachte, ich brauche seine Hilfe nicht. Leider doch. Ach, jetzt geht er doch mal ran. Oh, nicht runterfallen. Oh, Schätze. Tun wir alle so, als hätte sich der Boden eben nicht bewegt. Er hat sich bewegt. Klappe, 3PO. Du scheinst dich hier ja bestens auszukennen. So. Greifen? Wo soll das hin? Ah, okay, okay. Ach, nein. Hallo? Kann ich... Ah, okay. Ich war wahrscheinlich zu nah an diesem Felsen hier dran. So und so. Ich will nicht wissen, was diese Tunnel gegraben hat.
Nach dem Durchmesser der Tunnel zu urteilen, gibt es zahlreiche... Ich sagte, ich will es nicht wissen. Nein. Okay, nach oben sollen wir. Knochen. Ich mag keine Knochen. Knochen? Nicht ein Knochen. Ich dachte, wir wären erledigt. Sind wir vielleicht auch? Wo geht's raus? Da lang. Beeilen wir uns. Gut, aber aus diesem Tunnel werden wir dann im nächsten Part entkommen. Dann beende ich hier nun erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal. Wir sind